Hallo liebe MTB-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Fahrrad der Hamburger Schmiede Stevens und die haben nämlich einen Freerider rausgebracht und den teste ich heute für euch. Und ja, ich würde sagen, wir legen los und viel Spaß damit. Zu Anfang kann ich euch gleich sagen, als ich das Bike in die Finger bekommen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist das? Breite Reifen vorne, breite Reifen hinten, die Geometrie komplett eigentlich anders als das, was man kennt, hohen Lenker. Ich habe gedacht, Leute, was ist das für ein Bike? Wird das überhaupt funktionieren? Eins kann ich euch sagen, das Bike funktioniert hammermäßig. Was heraussticht ist, dass dieses Fahrrad nicht nur ein richtig krasser Racer im Downhill ist, sondern ein richtig guter Uphiller. Das Vorderrad hebt wirklich sehr spät ab und man kann richtig geile Bergaufpassagen fahren, die richtig steil sind und das hat mich mega begeistert bei diesem Fahrrad. Das Gewicht spielt hier auch eine Rolle. Stevens hat dieses Fahrrad mit 23,1 Kilo angegeben. Ich habe das nachgewogen, es hat 23,2 Kilo. Alles top, super, hervorragend. Dieses Konzept mit der neuen Geometrie und vorne diesen dicken Reifen, Leute, das passt einfach. Es ist irgendwie total genial. Dieser breite Reifen macht sich eigentlich nicht negativ bemerkbar, weil die Geometrie, diese flache Lenkwinkel, der hilft euch beim Einlenken und dadurch merkt man diesen dicken Reifen gar nicht. Und das ist eigentlich, das haben sie super gelöst. Bleiben wir gerade bei der Bereifung. Wir haben die Schwalbe-Reifen drauf und zwar vorne den Magic Mary in der Trail-Ausführung und hinten den Eddy Current in der Super Gravity-Ausführung. Hier haben die Hamburger Schmiede auch wieder nachgedacht. Einfach Top-Reifen, sind super abgestimmt, super griffig, einfach toll. Kommen wir nochmal zur Geometrie und diese Race-Geometrie ist einfach top, sage ich euch. Das Einzige, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, ist, dass das Fahrrad relativ hoch steht. Ich habe hier in diesem Fall drei Spacer rausgemacht und den Lenker etwas runtergeschraubt. Das ist einfach für mich angenehmer. Ich stehe einfach dann zentraler in diesem Fahrrad. Das hat mir auch wirklich beim Downhill extrem geholfen. Das macht einfach noch mehr Fun, weil man einfach doch irgendwie mehr Gefühl dann hat und das Gleichgewicht ist einfach zentraler und dadurch hat man einfach mehr Gewalt über dieses Fahrrad, finde ich. Wenn man das nicht macht, finde ich, ist dieser Lenker extrem hoch. Mein Geschmack trifft es dann nicht, aber das kann natürlich jeder entscheiden. Ich empfehle einfach nur Spacer rausmachen. Ja, wenn wir schon beim Lenker sind, diese Karre hat auch einen Lenkanschlag. Der wird bei Stevens mit 75 Grad angegeben, aber so wie ihr hier seht, ist es, finde ich, gefühlt deutlich mehr. Und es ist absolut ausreichend und nicht störend, auch für Spitzkehren einfach super geeignet. Ja, was gibt es zum Fahrwerk zu sagen? Und hier muss man ganz klar sagen, das Fahrwerk ist einfach super. Ich liebe die Kombination von der Zeb und hinten den Super Deluxe Ultimate Dämpfer. Die zwei sind einfach, wenn sie richtig eingestellt sind, ein richtig harmonisches, ja, Duo, die einfach super arbeitet bei jedem Gelände. Und ich sage ja immer, das ist allerdings nur meine Meinung, auf einem E-Mountainbike gehört ein Rockshox-Fahrwerk drauf, weil der Pop einfach von den Rockshox definitiv besser ist und deswegen sage ich immer, auf ein E-Bike gehört ein Rockshox-Fahrwerk. Das ist natürlich nur meine Meinung, wie gesagt, hier werden die Meinungen auseinandergehen, allerdings meiner Erfahrung nach ist dieses Rockshox-Fahrwerk auf einem E-Bike immer, ja, wie soll ich sagen, für mich angenehmer und besser als ein Fox. Positiv überrascht bin ich einfach, dass die 180er Gabel in diesem ganzen Bike-Konzept einfach super eingearbeitet ist und sich sehr neutral verhält. Das Bike steht zwar etwas höher als normal, aber dieser Mehrfederweg kommt einem im Gelände einfach nur zugute. Was gibt es zum neuen Motor, dem EP8, zu sagen? Und Leute, hier muss ich leider eins dazu sagen. Es gibt zwei Fachzeitschriften, die haben diesen Motor unwahrscheinlich gehypt, gesagt 2020 bester Motor ever, kann mit Bosch und Brose mithalten. Leute, hier muss ich ganz ehrlich sein und man muss auch fair bleiben. Dem ist einfach nicht so. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hä, geht's dir noch gut? Wieso? Der hat doch auch 85 Newtonmeter und so weiter. Wieso kann der nicht mithalten? Ich finde, diesen Motor kann man mit diesen zwei eigentlich gar nicht richtig vergleichen, weil er einfach eine eigene Kennlinie hat. Dieser Motor arbeitet einfach anders als ein Bosch- und Brose-Motor. Ihr müsst zum Beispiel bei diesem Motor immer eine, ja, Muskelkraft anliegen haben und eine gewisse Trittfrequenz, damit dieser Motor euch auch wirklich unterstützt. Das ist bei den anderen zwei Motoren komplett anders. Da tretet ihr rein, egal wie fest, die Dinge schieben euch den Berg einfach hoch und ihr habt wirklich eine krasse Entlastung. Und das macht der EP8 nicht. Der ist auch nicht dafür gebaut worden, sondern der ist ja gebaut worden für ein natürliches Fahrverhalten. Und ja, er unterstützt euch definitiv. Es ist aber, wenn man Bosch und Brose kennt, komplett ungewohnt. Und da muss man sich wirklich ein bisschen umstellen. Der Motor bringt euch natürlich wirklich den Berg hoch. Ihr müsst halt mal 2 Gänge runterschalten. Aber ich glaube, ich werde im nächsten Video mehr dazu sagen. Sonst wird dieses Video einfach zu lange. Jo Leute, jetzt nicht falsch verstehen. Dieser Motor ist ein guter Motor und der bringt euch auch definitiv den Berg nach oben. Gar keine Frage. Es ist einfach nur eine andere Charakteristik und daran muss man sich gewöhnen und dem muss man sich auch im Klaren sein, wenn man einen EP8 fahren will. Aber wie gesagt, dazu im Reichweitentest mehr. Jo, aber jetzt mal wieder was Gutes, und zwar Stevens hat mit dem E-Inception FR 9.7 was richtig Geiles gemacht, und zwar das Gesamtgewicht. Das Gesamtgewicht, Leute, liegt bei 140 Kilo. Das heißt, dieses Bike ist auch sehr interessant für Biker, die etwas schwerer sind. Man kann trotzdem noch richtig fett Gepäck mitnehmen und das Bike hält es einfach aus und man muss keine Angst haben, dass diese Kiste unter einem auseinanderbricht. Und das finde ich ein richtig toller Punkt für dieses Bike. Ja, jetzt kann ich nur noch eins dazu sagen, dieses Fahrrad fährt sich einfach wunderbar auf den Trails. Es fährt sich sehr leichtfüßig und ich bin einfach sehr begeistert von diesem Fahrrad und ich habe wirklich Hunger auf mehr. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf den Reichweitentest. Da werde ich vielleicht noch mal ein bisschen was zu dem Motor sagen und etwas zum Akku, weil da ist mir schon ein bisschen was Negatives aufgefallen. Kommt aber im nächsten Video, sonst wird dieses Video natürlich zu lang. Deswegen seid gespannt auf das nächste Video. Jo Leute, das war der erste Eindruck des Stevens E-Inception FR 9.7 GTF. Uah, schweres und langes Wort. Es hat mir mega Spaß gemacht, dieses Video zu drehen und dieses Fahrrad zu fahren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, haut in die Tasten, gebt mir ein Däumchen, gebt mir ein Abo, da würde ich mich mega freuen. Ich freue mich, wenn mein Kanal wachsen darf, durch euren Support. Und deswegen sage ich hier schon mal herzlichen Dank. Bis zur nächsten Folge, macht's gut, haut rein, bis denne.